So, hallo, liebe Freunde, willkommen zurück zu Lizzie und ihre Freunde, die abenteuerliche White Rally. Ich habe mal ein bisschen an der Auflösung rumgeschraubt, aber ja, es backt ein bisschen rum und irgendwie ist jetzt um alles drumrum so ein fast wie ein Heiligenschein. Ich guck mal, ob ich es jetzt so lasse oder ob ich einfach wieder, ich glaube, ich stelle die Grafik einfach wieder zurück. Das ist ja hier. Oder vielleicht erstmal nur eine Stufe runter, so. Also ich guck mal, wie es jetzt ist. Auf jeden Fall geht es jetzt erstmal weiter. Kapitel 4. Jetzt schaue ich mir unsere Hindernisse an. Denn ich will bei der Pferderennung unbedingt auch ein Springturnier einbauen. Mal sehen, ob die Hindernisse alle in Ordnung sind. Die Hindernisse stehen auf dem Springplatz. Tun Sie das? Springplatz und sieh dir die Hindernisse an. Wo ist der Springplatz? Ich schätze mal, das ist... Ja, da ist die Markierung. Oh, wie hoch das Gras ist, alter Schwede. Mann, da sind einige Hindernisse kaputt. Die müsste der Tischler reparieren. Jetzt schaue ich mir die bunten Fässer an, denn ein Slalomreiten macht sich immer gut bei einer Pferderallye. Die bunten Fässer stehen hinter dem Stall. Ja. Hinter den Stall. Ja. Gut, macht irgendwie schon Sinn. Aber warum wissen Sie, wie lange haben Sie denn die Hindernisse und so nicht mehr benutzt, dass Sie jetzt nachgucken müssen, wie die aussehen und feststellen, oh, kaputt. Alles hat alt, das ist Gras hier. Zugewachsen hier. Die sehen auch nicht mehr gerade frisch aus. Na geht. Müssten mal neu gestrichen werden. Da werde ich den Maler fragen müssen. Das kannst du doch selber machen. Am besten, ich gehe erstmal ins Haus und überlege mir noch weitere Aufgaben für die Pferderallye. Morgen reite ich ins Dorf zum Tischler und zum Maler. Gehe zur Markierung vor dem Wohnhaus. Okay. Dann war das sozusagen schon der erste Tag hier. Und Lizzie braucht ihren Motivationsschlaf. Kapitel 5. Ernsthaft? Kapitel 4 bestand jetzt aus Hindernisse und Fässer angucken. Jetzt am nächsten habe ich Tag. Aufgaben für die Pferderallye im Kopf und muss sie nur noch umsetzen. Also, es gibt ein Slalomrennen um bunte Fässer herum, ein Springturnier hier auf dem Springplatz, eine Strecke mit Prüfungen im Wald und zum krönenden Abschluss ein Ritterturnier, bei dem der Reiter eine Ritterpuppe mit einer Lanze treffen muss. Ritter. Geh zur Markierung am Stalleingang. Ein Ritterturnier? Wo hat's denn das ausgegraben? Ich dachte, es soll eine ganz 0815 Writer Rally werden und hier nicht noch so extravagant. Gehe zur Gerätekammer. Ja. Ich habe leider noch keine Bonuskarte gefunden, die mir ein Pferdchen freischaltet. Wir werden gleich nochmal ein bisschen suchen. Alle vier Putzwerkzeuge in das Inventar. Ja. Wenigstens muss ich da jetzt nicht immer okay drücken. Okay. Na, mitnehmen. Geh zu einer Pferdebox. Ja, wir haben ja nur Arcado. Benutze die Kardetsche. Schrubb. Sie schrubbt dem Pferd die Haut ab, so wie das klingt. Nein. Boah. Also wie nah soll ich denn bitte schön noch an das Pferd ran? So. Alles schön aufschrubben. Benutze die Bürste. Nein. Bürste benutzt.
benutzen. Und nochmal benutzen. Benutze den Mähnenkamm. Kamm. Das sieht so brutal aus. Beim Schweif geht's einigermaßen. Benutze den Hufkratzer. Ah, jetzt kommt wieder die Sense. Ratsch, ratsch. Ich säbel dem Pferd die Beine ab. So klingt das. Nein. Jetzt komm, ich stehe doch genau davor. Lege alle vier Putzwerkzeuge an ihren Platz. Ja, 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 ja. Schon dabei, schon dabei. Legen. Legen. Die Bürste. Und den Hufkratzer. Gehe zur Sattelkammer. Ja, ja, ja. Warum kann ich die eigentlich nicht reiten? Naja, egal. Nimm die Satteldecke und den Sattel in das Inventar. Mach ich. Aha, da kommt keine Ansage. Satteldecke, Dorf. Sattel, Dorf. Und heraus mit dem Pferd. Kapitel 6. Was soll das mit dem Kapitel? Jetzt reiten wir ins Dorf und besuchen den Tischler. Reite ins Dorf und such. Na dann mal los. Aufgesessen. Ich werde noch mal ein bisschen suchen hier. Das können doch nicht alle Bonuskarten hier in der Gegend gewesen sein. Ach nee, ich dachte, da hat sie was gedreht. Nein. Hui, ich kann sogar springen, guck mal. Was ist das? Okay, die Mähne ist schon geil animiert beim Sprung, aber der Sprung ist etwas sehr hoch. Da ist noch eine. Na, was war denn das? Nimm mit. Neue Reitjacke. Da ist noch eine. Neues Pferd freigeschaltet, Jimmy. Hier ist Brücke. Da ist noch eine. Neuer Sattel. Oh, ich dachte schon festgebackt. Das kann ich jetzt nicht gebrauchen, das hasse ich. Wenn man bei Spielen neu laden muss, nur weil man sich irgendwo festgebackt hat. Ist hier sonst wo irgendwas? Schaut nicht so aus, da ist dann wieder eine Brücke. Doch, da dreht sie noch was. Chaps freigeschaltet. Schon ein ganz cooles System so mit den Bonuskarten. Hier noch irgendwas zwischen den Bäumchen. Da? Nee. Okay, das sah gerade so aus dem Augenwinkel aus, als wäre da noch was. Aber offenbar ist hier nichts. Nein. Na gut.
Im Wald suche ich bei der nächsten Gelegenheit. Jetzt würde ich sagen, reiten wir erstmal ins Dorf. Das ist einfach über eine Brücke rüber. Okay. Huch. Wollte jetzt eigentlich gar nicht springen. Dam, 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 dam. So ein bisschen erinnert mich von der Kulisse her und auch so ein bisschen von der Umgebung an Abenteuer auf den Reiterhof 2. Mit dem Unterschied, dass man hier über die Brücken rüber reiten kann und die nicht einfach nur unterstehen. Aha! Neue Satteldecke. Ist hier am Rand sonst noch irgendwo? Da ist noch eine. Neue Satteldecke. Nee, sonst ist hier offenbar erstmal nichts mehr. Hier ist Brücke. Da ist der Weg ins Dorf. Ich reite mal außen rum. Finde den Tischler. Heißt das, sie weiß gar nicht, wo der Tischler ist? Wäre auch mal wieder sowas. Das ist wieder Pferdespiellogik. Die wohnen ihr ganzes Leben da und dann... wo ist denn eigentlich das und das? Kenne ich gar nicht. Nee, hier oben ist auch nichts. Da auf dem Steg war die Karte. Die haben wir jetzt. Nee, hier oben ist auch nichts. Da dreht sich doch noch was. Über dieses Töpfchen komme ich natürlich nicht drüber. Und da hinten dreht sich auch noch was. Neue Reithose. Neue Satteldecke. Sonst ist hier erstmal weiter nichts. Nee, ich verbringe wieder mehr Zeit damit hier noch irgendwie... Aha! Neue Reiterhose. Nach irgendwelchen Bonuskarten zu suchen als alles andere. Da ist noch eine. Neue Reithose. Wie viele Reithosen gibt es denn hier? Hier oben war ich ja schon. Da ist ein Mülleimer. Und das da ist auf jeden Fall der Tischler. Nochmal hier so ein bisschen durchreiten und gucken. Aber sonst scheint hier erstmal nichts weiter zu sein. Na gut, auf zum Tischler. Hallo, ich bräuchte Ihre Hilfe. Könnten Sie unsere Hindernisse reparieren? Wir benötigen die Hindernisse für eine Pferderallye. Ich sehe sie nicht. Veranstalten. Hallo Lissy. Eine Pferderallye? Na, das hört sich ja wirklich spannend an. Und dann noch für einen guten Zweck. Da kann ich ja wohl schlecht Nein sagen. Na doch, könnten sie. Dann heißt das also ja? Ja, ich repariere die Hindernisse. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Mein Freund, der Fischer, hat sich die Werkzeuge ausgeliehen, um sein Angelboot zu reparieren. Du müsstest sie mir schnell holen, okay? Wenn's weiter nichts ist, bin schon unterwegs. Danke. Suche den Fischer, der die Werkzeuge des Tischlers ausgeliehen hat. Neben ihm ist eine Markierung. Ich würde glatt wetten, der wohnt in dem Häuschen hier beim See.
Heißen die alle wie ihre Berufe? Weil da stand jetzt Tischler und er sagt, mein Freund der Fischer. Also nicht mein Freund Carsten der Fischer. Kann ja gut sein, das wäre irgendwie lustig. Wenn die alle so heißen würden wie ihre Berufe. Ich reite nochmal hier lang. Schön gucken. Vielleicht von da oben. Finde ich cool, dass man hier so einfach raufreitern kann. Lalalala. Nee, weiter scheint hier erstmal nichts zu sein. Verdammt. Nee, gut. Dann kann ich als nächstes schön beim See nach Bonuskarten suchen. Hopp, hopp, galopp, galopp. Hier ist soweit auch nichts mehr. Nö. Da ist wieder unser Häuschen. Da wird wieder Pferde. Oder was, er sagt immer nur eins. So. Genau, und jetzt quasi nur dem Weg hinterher. Und immer mal so ein bisschen querfeldein, um zu gucken, ob hier irgendwo Karten rumliegen. Und hier ist wieder überall dieser Müll. Ist das ekelhaft? Also gut, ich kann jetzt schon hier. Und da ist die Markierung, wie ich es mir gedacht habe. Ich reite mal kurz ein bisschen um den See rum. Ist auf dem Steg was? Nein, auf dem Steg ist nichts. Ach, da liegt noch eine. Da liegt noch eine. Mini-Chaps freigeschaltet. Da ist noch eine. Den Knappstrupper Tiger freigeschaltet. Also ein neues Pferd. Wieso komme ich da nicht durch? Unsichtbare Mauer? Warum wird hier ein Pferd? Arcado, bist du das, der hier die ganze Zeit rumwirrt? Sonst sehe ich hier erstmal keine Karten mehr. Ich glaube, die hier im Wald zu finden, wird halt am schwierigsten. So zwischen den ganzen Bäumen. Nein, sonst ist hier nichts weiter. Na gut, dann reiten wir mal zum Fischer. Herr Fischer, Herr Fischer, wie tief ist das Wasser? Kennt man das noch? Haben wir in der Grundschule immer gespielt, ich habe das gehasst. Hallo, der Tischler schickt mich und sie springt seine Werkzeuge. Sie springt quasi einfach vom Pferd drüber, drunter. Hallo, Lisi. Jetzt schon? Ich brauche sie eigentlich noch. Aber wenn du mir eben beim Räuchern helfen könntest, so würde ich in der Zwischenzeit das Boot reparieren.
Und du könntest die Werkzeuge gleich mitnehmen. Okay, was soll ich tun? Beim Räuchern helfen. Zuerst musst du Holz sammeln und in den Ofen legen. Die Fische reinhängen und das Feuer anzünden. Hier hast du schon mal das Feuerzeug. Ja, klar. Was ist das für ein fettes Feuerzeug? Ich fange sofort an.